Herzlich willkommen zum Jugendevent Die Zukunft ist jetzt. Junge Leute treffen den Kamapa. Wir freuen uns sehr darüber, dass heute so viele hier erschienen sind, um seine Heiligkeit, den 17. Kamapa, bei seiner ersten Europa-Tour zu sehen und heute zu treffen. Wir wollten mit dem Event ein Event kreieren, wo jeder die Möglichkeit hat, seine Heiligkeit zu treffen und mit ihm zu interagieren. Also haben wir über Social Media einen Aufruf gestartet, damit junge Menschen ihre Fragen an uns richten können und hier stellen können heute. Und wir sind sehr dankbar für die zahlreichen Einsendungen und das große Interesse an diesem Event. Eure Heiligkeit, im Namen aller Anwesenden, Jugendlicher, Eltern, Kinder und Freunde, möchten wir euch hiermit bitten, eure Gedanken und Geschichten mit uns zu teilen. Dede, Pepe, Kasudaji, Nashu, Shunu Samre, Dana Sinda, Samrolia, Kasue, Depeole Kasushuai. Den jungen Leuten, die heute Nachmittag hierher gekommen sind, ein herzliches Willkommen. All young people in the Manguisra. Gamba Disole, welcome, Shai. Es gibt auch den einen oder anderen, der schon älter ist, auch herzlich willkommen. Tangamise. Nee, niemand hat hier den Manguisra, aber die Shia zum Zuhause, Miss Shia Skamido. Ich habe während der ganzen letzten Tage schon so viele Vorträge gehalten, dass meine Energie jetzt tatsächlich relativ verbraucht ist. Eigentlich hätte dieses Treffen mit den jungen Leuten am Anfang stattfinden sollen, wo ich noch viel Energie gehabt habe. Yes, Malada. Did I under because we're there? And don't I chung do in the gamma bong zit here? And the name she got rare. Janda da lonyam gi. That's new carriage. Seitdem ich als Kamapa erkannt und anerkannt worden bin, habe ich nicht sehr viel Zeit dazu gehabt, Zeit mit jungen Leuten meines eigenen Alters zu verbringen und mit ihnen zu spielen. Und halt, seitdem ich erkannt worden bin als Kamapa, war ich die ganze Zeit umgeben von älteren Leuten. Dazu kommt, dass die tibetische Tradition verlangt, dass Lamas eigentlich ungerührt wie Statuen da sitzen. Und als ich selber halt dann die jungen Leute zur Schule habe gehen sehen und spielen sehen habe, da habe ich ein so starkes Gefühl gehabt, dass ich wirklich mir gewünscht habe, auch so zu sein wie sie. Ich
Und obwohl mein Körper jung ist, habe ich das Gefühl, dass mein Geist doch gealtert ist. So. That's why. I don't know. Yeah. Then I think it's how to say it. Really, I don't know what to say. Then, of course, I'm very much enjoyed this time and the first time in Europe in my lifetime. And I can meet, I get the opportunity to meet all the young people. I think this is a very special sort of opportunity to me. That's why I want to have very enjoyed and also I want to say thank you very much to come here, participate. Ich freue mich sehr darüber, überhaupt zum ersten Mal in meinem Leben jetzt in Europa zu sein. Das ist für mich eine enorme Möglichkeit, eine echte Chance, auch mit den vielen jungen Menschen hier zusammen sein. Das ist für mich etwas ganz Besonderes, eine besondere Möglichkeit für mich. Und ich freue mich sehr darüber und möchte euch dafür danken. I already explained to you, I'm kind of strange. Young guy or some person, quite strange, you know, already, because my body is, you know, it's supposed to be young, 29 years old, 29, no, 28, and, but, you know, in my life, I'm facing lots of challenges, and also from the young age, I have this huge responsibility. Then I always think I'm no longer sort of young. I'm quite sort of feeling old and feeling, how to say, aged. Ja. Ich habe es ja schon erklärt. Es ist so, dass ich halt eigentlich eine seltsame Art von jungem Mann bin, eine seltsame Art junger Person. Denn mein Körper sollte eigentlich relativ jung sein. Ich bin 29 oder bin ich vielleicht auch 28. Aber in meinem Leben muss ich mit sehr vielen Herausforderungen umgehen. Und seitdem ich schon sehr jung gewesen bin, musste ich sehr viel Verantwortung tragen und habe deswegen das Gefühl gehabt, ich bin eigentlich gar nicht jung, sondern irgendwie habe ich mich immer alt gefühlt oder gealtert. Okay, better do to better. Daddy, 지금 이 집에 나눠래야 나 주식을 나 신경을 쉐비나? 아주 가수에 아주 주주디 다 가수에 다 이제 하장 아주 지금 프레시 망고 자유에 대비 직변에 롭종기 프레시네 자유에 대봐 다는 시기 지금 미지기 다 가수에 다 다는 신기 다 Die Jugend des 21. Jahrhunderts erlebt sehr viel Druck.
Nicht nur, dass man viel lernen, viel studieren muss, sondern es gibt Druck aller möglichen unterschiedlichen Arten und zwar auch dadurch verursacht, dass die Welt irgendwie kleiner geworden zu sein scheint. Und das bedeutet, die jungen Leute müssen mit den unterschiedlichsten Arten von Druck fertig werden im 21. Jahrhundert. Weil die Welt sich so schnell voranentwickelt, man könnte sagen, sie macht Fortschritte, auf jeden Fall ist die Voranbewegung ungeheuer schnell und die Veränderungen treten so schnell ein, dass man irgendwie dem immer gerecht werden muss und zu versuchen, damit Schritt zu halten, verursacht sehr viel Druck. Und es ist nicht nur so, dass wir sehr viel Druck erleben als junge Leute im 21. Jahrhundert, sondern gleichermaßen ist es auch, dass es notwendig ist für uns einzusehen und zu verstehen, dass die Art und Weise, wie wir gewohnt sind, unser Leben zu leben und in einer vollkommen materialistischen Ausrichtung, die dazu führt, dass wir auch sämtliche materiellen und natürlichen Ressourcen komplett aufbrauchen, nicht möglich ist, so weiter fortzusetzen, weil es uns nicht möglich ist, auf diese Art und Weise das Leben zu erhalten. Darum ist es für die Menschen des 21. Jahrhunderts sehr wichtig, diese Verantwortung anzunehmen, zu akzeptieren, zu übernehmen und sich dessen bewusst zu werden, dass wir an einem Scheideweg stehen, an einem Scheideweg, an dem wir entscheiden können, ob die Zukunft hell wird oder ob sie nicht hell sein wird. Und das bedeutet, dass für die Jugend im 21. Jahrhundert gerade an diesem entscheidenden Punkt eine enorme Möglichkeit auch darin liegt, wirklich eine bessere Zukunft zu gestalten. The future starts now. Die Zukunft beginnt jetzt. Future starts now. Weil die Zukunft jetzt beginnt, denke ich, ist es besser, wenn ihr eure Fragen stellt, anstelle dessen, dass ich hier rumlabere. I'm Matilda, I'm 14 years old from Berlin. I'll ask the question of my sister. Her name is Elena and she is 10 years old. Her question is, how do I become a Buddha? Become Buddha. Die Frage ist, die gestellt worden ist von der jungen Dame hier, 14 Jahre, anstelle ihrer Schwester, die fragt, wie werde ich Buddha?
Kannst du? Okay. Sange. Das ist in Ordnung. Okay. Sange, Sadi. Also Sange, Sadi, Karusha, Nabena, Drüss, oder Kaschwa, Daji. Daddy. Also Sange, Sadi, Bena. Sange, Sadi, Darum, die Benedi, Samsam, Benemedo, Be Kachewa, Luna. Medo Kage, Kachewa, Sadi. Dann ist sie nie selber. Das ist ein Korapier, du schaust. Dann ist es eine Sange, du schaust. Das ist ein Dörf, das ist ein Dörf, das ist ein Dörf. Das ist ein Superman, Superpower, Kashi, Blood, Jing, Nan, Jing, Zen, Jing, Shushamachar, Jigishedua, Sangi, San, Jiji, Yomanda. Daddy, so, Ding, I just sing with Nano Lea, Kandaji, Samba Sambu, Che, Samba Sambu, San, and Don, Dangin, this Yomadangin, this year. Das Wort Buddha bedeutet gleichermaßen blühen wie auch erwachen, so als würde man aus dem Schlaf erwachen. Und um Buddha zu sein oder ein Buddha zu werden, ist es nicht der Weg, der, dass man sich eine Spritze geben lassen kann und dann ist man Superman. Der war Tündoberti, Zumdan Tündoberti. Den ist schon wie, ne? Sange Jujuje, Sange Jujuje, Karesana, Susu da Karschweji, Karchegu, ja, die Susu Hakwane, die Tiaji, die Jedo. Wenn man es schafft, zum Beispiel zu wissen, was man tun oder sagen kann oder geben kann, um jemanden ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern oder um bei jemand anders Freude im Herzen zu erwecken, dann ist das so, als wäre man ein kleiner Buddha. Und zwar deswegen, weil man gewusst hat, was man tun muss und es tun konnte und es getan hat. Okay, that is a heavy question, but next card. Die nächste Frage. Hallo, mein Name ist Salomon. Ich bin 12 Jahre alt und komme aus Berlin. Die Frage ist, ist es mehr eine Ehre oder eine Last, all die Verantwortung des Karma-Pass zu tragen und die Erwartungen der Leute zu erfüllen? Daddy. Da unnet ne gamma babe kashure daji da ji misu expect cha ji gamma ba ji or batape shi ji gamma ba se dzan be ji kashure da very perfect somar ba perfect he don't make any mistake tin de chao chon da kala ha ba sha ra ha de sha kala de sti nge de sam dang me da nge sam dab de da ji khar chu ro sna o da di gamma ba sa di cha di Kashi, more Kashi, that is Susugi, once a chile, Kokuchi, Yamunzi, Chad, once a Munzi Majibchi, and a Kokuji Munzi Chesia. The Koku, the Yuise, the Koku Chimbuji Rota, Mimam Rocha, Koku Chimbuji, Misana, other Koku Chitabre, some to dress some dub de Stanga, Chesa. Then something is done, days the casual daji, days the casual daji, or then the cock of the chick when I ordered that summer chick, or when I chick would do. Same days. Yes, sir. Allgemein könnte man sagen, dass der Karmapa, dieser Begriff Karmapa,
ein Name ist, der mit sehr viel Erwartungen befrachtet ist, und zwar mit der Erwartung von Perfektion und vollkommener Fehlerlosigkeit und das und etwas ganz extrem Positives zu verkörpern, das ist etwas, was schlicht und ergreifend unmöglich ist zu sein oder zu werden. Das ist jenseits dessen, was man machen kann. Ich aber versuche, das Karmapa-Dasein als eine Möglichkeit zu nehmen, eine Möglichkeit für mich selber, dass es dieser Name, dieses Wort Karmapa mir dabei hilft, anderen in einer weitergefassten Art und Weise hilfreich sein zu können. Ich betrachte das also als Möglichkeit für mich selbst, für andere in positiver Art und Weise da zu sein, und immer als Erinnerung für mich nehme ich diesen Namen daran, dass ich anderen nützlich sein möchte und so viel Positives tun möchte, wie es mir möglich ist. Und wenn ich das Karmapa-Dasein in dieser Weise auffasse, dann ist es leicht. Ja. Hello, my name is Maria. I have 13 years old and I'm from Madrid, Spain. Will the world decide or will it end? What can I do with my life to help the world? Die junge Dame ist Maria, 13 Jahre, kommt aus Spanien, aus Madrid, und sie möchte gerne wissen, was kann ich mit meinem zukünftigen Leben anfangen? Was sollte ich zum Beispiel vielleicht studieren oder lernen? Und wird die Welt weiter existieren oder wird die Welt irgendwann aufhören zu existieren? Was kann ich mit meinem Leben anfangen, um der Welt zu helfen? Also, Labdenan. Labde nan nga ju garu zumulin di singre ta tangbu ko so sha me ba chi che so sha me ba ta de je be shi de gyu chi che an nga ju ji so sha ne an de lo ma hu chi jin go che ta de je gyu zhuo de ya le jin gyu zhuo de ye sa e ni me ji le na ko ji tangbu cha le ta gyu zhuo ye bi sa e ni me ji le me ba cha ji ko zhen xing yuan de ya le अने दादी जमुलिन दे गारसे दोरस दा ने दिसे ना दा ने सम दा दा आ जि सेना सशे रुदी न्या सशे रुदी आ जो खुयु गु थालिया दा गाने छे दि वारे दि दि याउ मसो होइमिना आ जो ड्रा मी काश रु दा जि मिल छने ला कला खाव छु छा दे जि के छि वारे रे इंदुसाने खुयु दन जेवे तो जि जि जे थालिया Lagar bisa ada so, kasih mereka si, kasih mesti je main rasam. Tapi ko, di mizil pentol zaman itu, tadi berde kasih mereka zaman ini orang pentol ya beres. Di aku main rasam canggih ya. No, I didn't. Okay, I waited for you. Okay. Also die Erde hat ja schon eine ganze Weile existiert, bevor überhaupt es Leben auf der Erde gegeben hat. Und dann sind nach und nach die lebendigen Wesen sozusagen dorthin gekommen. Auch die Menschen sind dann irgendwann entstanden auf der Erde. Und das bedeutet, es ist schlicht natürlich, dass die Welt, die Erde, sich ständig verändert. Und darum ist es auch natürlich, dass die Welt, die Erde, irgendwann aufhören wird zu existieren. Und derzeit erleben wir einfach eine Krise in der Umwelt insgesamt auf dem Globus. Und es ist ja eine Tatsache, dass wenn die Natur und die natürliche Umgebung sozusagen zerstört wird, dann ist es unglaublich schwer für die Menschheit als solche zu überleben. Und darum ist es für uns vielleicht in diesem Moment, in diesem gegenwärtigen Zeitpunkt, mit einer der allerwichtigsten Entscheidungen dazu, die Welt und die natürlichen Ressourcen und Umwelt, die natürliche Umwelt zu erhalten. Next. Nächste Frage. Yes. So my name is Didi. I'm from Austria and 26 years old. So my question is, how do you see the relationship between religion, spirituality and culture? And which one has the strongest influence? Strongest influence. Influence, yeah. Wow. That is, I should do some research, I think.
Daddy, you were going to say that 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 the religion said more casualty, so the casualty. Chu ben duzur chuluki kelenda duzuda and anashi more ji kas lam luxueda and anashi system tinde yede zur tinde spiritual seduzana andi ji kasue lam luxu gi jmai bis to zo ji susu gi ta mize gi nangi kasue ta da yang kashwe da ji des ji ya mizi ting samyo ki mizi nang ki da ting samyo ki nyong sor dang yang da ne sing ki de kashwe da ji sirup ana ning ji de 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 yo de ba da ka jin sa de ka jin sa da kare ne yi chu ro shi ba da de ka jin de ngem shi mo se ma ran shi ba de ni shi Die Frage auf Deutsch, sage ich mal ganz kurz. Wie betrachten Sie die Beziehung zwischen Religion, Spiritualität und Kultur und welche von diesen dreien hat den stärkeren Einfluss? Am Anfang sagte seine Heiligkeit noch dazu, ich glaube, ich sollte mal eine Studie in Auftrag geben dazu. Ich habe das Empfinden, dass Religion ein Glaubenssystem ist, ein System bestehend aus bestimmten Glaubensideen und Vorstellungen, gemäß gewisser Traditionen, ausgestattet mit ganz bestimmten Ritualen, also ein Glaubenssystem, das eine Art von Lebensgestaltung bestimmt oder vorschreibt. Spiritualität geht etwas tiefer, und zwar dahingehend in das Erleben von sich selbst, das Erleben, das eigene Erleben von sich selbst. Und das bedeutet, dass wir auf diese Weise auch ein tieferes Erleben, zum Beispiel tieferer Ebenen unserer eigenen Weisheit haben. Über Kultur könnte man sehr viel sagen, und darüber sollte ich jetzt vielleicht nicht so viel sagen. That's why I think all the major religious tradition, I think from the beginning they were starting like spirituality. Real life experience, not like not just like custom or tradition or just kind of belief system. Something like, for example, the Buddha is kind of example. Buddha, from his childhood, he had this question, he want to have this big question for his life. What is him, something? What is meaning of me and this world? He tried to find out that meaning or that sort of, reality, you can say. And for For that purpose, he gave his life in this sort of prince, and he went to this in a kind of solitude area, and he maybe very constantly thinking about it, this question. To the end, somehow he found that answer, he think, and he really appreciate his answer, and satisfied his answer, something like that. That's why I think, but those people, after Buddha, people followed his path, his tradition. Then they just follow his way, just follow his kind of
system or his sort of idea, but not really have this kind of experience. They just, you know. But we there don't have real experience. That's why I'm always thinking they have danger. These religious followers, they have the danger. Actually, religious practitioners are supposed to be spiritualists. They should have some real experience rather than just have artificial belief or kind of knowledge. But maybe it's to find this, you know, answer is not easy. Maybe people just, you know, the easy way, go the easy way, you know, just believe and then, you know. That's why I think spirituality is more sort of effective. Effect. Than just you have this, you know, religious. You just mainly have this religious belief or faith. Man kann sagen, dass alle großen religiösen Traditionen wirklich am Anfang beruhten auf einer starken, echten, lebendigen spirituellen Erfahrung. Einem starken, echten, lebendigen spirituellen Erleben, was nicht einfach nur eine Sitte war oder einer Tradition gemäß war oder irgendein Glaubenssystem war. Und ein gutes Beispiel dafür ist der Buddha selber, der in seinem Kopf sozusagen diese riesige Frage hatte: Wozu ist dieses Leben da? Was ist die Bedeutung dieses Lebens? Was ist die Bedeutung der Welt? Diese Frage hat ihn umgetrieben. Was ist die Bedeutung der Welt? Und man kann auch sagen, was ist die Realität eigentlich? Und zu diesem Zweck, um diese Frage zu beantworten, hat er sein Leben als Prinz aufgegeben und ist sozusagen in die Einsamkeit hineingegangen. Und hat sich wirklich ganz und gar über lange Zeit mit dieser Frage auseinandergesetzt, wie eigentlich was das eigentlich für ein Sinn ist, der dahinter dem Ganzen steckt. Und am Ende dieser Zeit hat er eine Antwort gefunden auf diese Frage, eine Antwort, die ihn wirklich ganz und gar zufriedengestellt hat. Und ich glaube, sagt seine Heiligkeit, dass die Menschen, die einfach nur einem Pfad folgen, weil jemand vorher schon diesen Pfad gegangen ist und weil es die Tradition verlangt oder die Tradition so ist, die folgen dann einfach nur einer Idee, einem Glaubenssystem, einer Vorstellung und haben kein echtes Erleben, keine echte Erfahrung. Und so geht es uns allen. Was uns fehlt, ist wirklich die gelebte Erfahrung. Und darum könnte man an der Stelle wirklich sagen, das ist die Gefahr, die in jeder religiösen Doktrin einfach verborgen liegt, dass man, wenn man anfängt, ihr einfach nur blind zu folgen, blind dem Glauben zu folgen, ohne echte eigene Erfahrungen zu machen, dass man sich sehr verirren kann und dass man plötzlich anfängt zu glauben, dass es reicht, Dinge zu wissen und reicht, sich in diesem System auszukennen. Aber diese Frage für sich selbst persönlich zu beantworten, was eigentlich der Sinn des Daseins ist, das ist nicht leicht, eine Antwort darauf zu finden. Und darum ist es einfach leichter, einem Glaubenssystem zu folgen. Und was ich aber dazu sagen muss, ist, dass eine echte spirituelle Erfahrung viel effizienter ist und viel bessere Auswirkungen hat, als schlicht einfach nur einer religiösen Glaubenseinstellung oder einem Glauben zu folgen. Hallo Kamapa. My name is Ray, I'm 22 years old, and I'm a Taiwanese-Canadian from Halifax, Canada. And my question is, many young people, myself included, take too many things in life for granted: rights, freedom, safety, parents, caring, and forgiveness. How can we increase the awareness when selfish thoughts arise so that we can eliminate it and nurture a long-term appreciation for others? Thank you. Tadi desi juga nan, begini tu, cuma macam tu. The question is become difficult. Life, the
granted. Or taken for granted. Granted. Mm. The right, the safety. To the mm. Mm. I think Anzu Tigi Chetul, the awareness, yeah, the chair toning Anzu Tinzu Tomalpa, Kasakur, the gratitude, the appreciation, you see the Kandi Sekuris. You want to check the Kandi Sekuris. The Kandi Sekuris, eh? Kandi Sekuris, Anzu Tela, appreciation Sekuris. Granted, machine, granted, take machine. Tadi, mana sih kasurnya? Sam-sam tu kaya cuma tu. Masuji developed countries mana tu? Jadi gigap, mana yagi aja gigap nariu apa? Ani paman tu tu ini, kadang kadang tu tunggian sombu apa? Senyuan tu tinjai tak kugap yabu ya tu tinjai tu. Orang tu sana, ani di gigap ni ada ni kasurnya. Any culture that the appreciation is an anjado, good ingenious an anjado, that is Shangwa the Kesum Risha. That is Bena Zubulin Tolia, any Kandar Shinu Kogamadu Bumamushuare, Dana Sindizuli, Dana Singi Dizulia, the Soviet Twingin Shambu, Tanabezi, so you told you got a half shedding, trading, major got a half reading. 那你就忙不下来了。实际上，第一套两个手机，上面的档期，可就一年 expectation 的呀，多嘛对不起，嘛，叔叔来面吧，叔叔来这娘他不了不得的了呀，嘛多不起，叔叔都多为难啊，可是说这，去年也不赢不起的，去年叔叔来的，干的，可是说的，这叔叔的，给不上不赢不如起。 Jadi kita sambo ini begini sahaja, kita sambo di susu de ngaji kita ada cuma ini. Tiga tuan yang oh, tangan responsibility. Ngalah tu kugam diri juga begini sah. Tiga jenis yang tuan yang anda jadi mi, jadi rancangan jawab kita mi beli jadi si nasional ini. Sehingga kugam mewah disulai, mahu beli pendaftar cedok ada. Jadi sambo tangan ini, dende pendaftar yang kau pendaftar sam. Tapi kandar kerjain jaring sahadi. Kesemua jenisnya, kerana sana, ko, kerjain jaring sama dengan ringgit, tapi ko jenisnya macam, sama macam. Tapi jadi ke tuan, tapi sem di, mana kata, sem di, ikan berapa juta, ikan berapa juta, orang dia jadi yang itu, kerjain jaring ni berapa, tak boleh, siapa ni, macam ni. Die Frage ist gestellt worden von Weili 22, eine taiwanesische Kanadierin. Viele junge Leute, so wie ich selbst, nehmen viele Dinge im Leben selbstverständlich. Rechte, Freiheiten, Sicherheit, Eltern, Fürsorge und Vergebung. Und wie können wir das Gewahrsein, unser Gewahrsein bezüglich dessen, wann wir egoistische Gedanken haben oder wann die in uns aufkommen, verstärken und sodass wir diese egoistischen Gedanken beseitigen können, stattdessen überhaupt zu einer lang haltbaren oder lang andauernden Wertschätzung und einer Dankbarkeit für andere und für das, was wir haben, zu kommen. Die Antwort darauf ist, dass es natürlich so ist, dass wir also erstmal, dass es eine sehr wichtige Frage ist, mit der man sich auseinandersetzen muss und dass es so ist, dass es der Wahrheit entspricht, dass in den entwickelten Ländern man unglaublich viele Möglichkeiten hat, auch unheimlich viele Bedingungen vorfindet, die günstig sind, dass die Eltern selbst bereits gebildet sind, dass es deswegen für die Jugendlichen wesentlich leichter ist, eine gewisse Bildung zu erlangen und dass es unheimlich leicht ist, das einfach schlicht als gegeben hinzunehmen und als selbstverständlich zu nehmen und nicht daran zu denken, dass es natürlich sehr viele andere Orte, Länder auf dieser Welt gibt, wo die Leute weniger Glück haben, wo es nicht nur viel weniger Möglichkeiten in Bezug auf die Bildung gibt, sondern wo es schlicht nicht genug zu essen gibt und diese Art von Dingen. Und das bedeutet, dass die Diskrepanz zwischen dem, wie Menschen auf dieser Welt leben, teilweise sehr groß ist. Wenn wir das aber wirklich sehen, uns dessen bewusst werden,
dann führt das dazu, dass wir eine Wertschätzung gegenüber dem entwickeln, was wir an Möglichkeiten haben und eine Dankbarkeit denen gegenüber entwickeln, die uns diese Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Und das führt dazu, dass wir nicht stolz werden oder arrogant werden aufgrund dessen, was wir alles haben und was wir können, sondern im Gegenteil ein Verantwortungsempfinden sich entwickelt in uns für diejenigen, die weniger Glück haben, die diese Möglichkeiten, die wir haben, nicht haben. Und dieses Gefühl der Dankbarkeit spielt dabei eine ganz enorme Rolle, nämlich dieses Gefühl der Dankbarkeit führt dazu, dass wir wirklich erstmal unsere eigene Situation wirklich wertschätzen lernen und dass es dazu führt, dass unser Geist schlicht bescheidener wird und durch diese Bescheidenheit eine friedvolle Haltung in uns entsteht und dass wirklich der echte Wunsch, andere zu unterstützen, die weniger Möglichkeiten haben, als wir selbst in uns entsteht. Yes. Yes. Nächste Frage. Die Question, die Raji Jada. Can I have one more? Oh. Yes. Okay. Good afternoon, Your Holiness. My name is Shani, and I'm from Malaysia. I just have a simple question, which means, how do we practice satisfaction and progress in our lives at the same time? Thank you. Die Frage auf Deutsch gestellt von Shani aus 31 aus Malaysia ist die, wie können wir Zufriedenheit und Entwicklung gleichzeitig in unserem Leben voranbringen oder praktizieren, umsetzen? Number 6. Contentment. The progress, that is God's gift. Contentment, that is, that you have the idea, so soon you can read it. But chat on the country, that is, but I'm sure Chuan Yong to the Senate Rando, Long Jay to the Senate Rando, and tell you, Yong's over with you, so soon you can read it. Tedan, Karjo Susu, Unetane, Karjurataji, Yam Neto Samarbata, Dinerbiji, Guarj, Taimine, Tigi, Yaji, Progress, Yagetong, Kangochi, Marba. Tadinjusan as a pen and young as a chase, Dusan, Risha, as a chew, Gewachi, Dusane, and a Benchubun, Sinchen, Benji, Gewachi, Dusana, Lamsa, Gi. Kabachin was in your Moraz of New Year's at the summer, my imche. And it should give us a citizen, but the jungle doesn't seem to receive jungle the energy. Nimetilia, the Gomuchu Tobinia, the Gomuchu the tops in the summer, Telia, Kandrako, Gomuchu the Lunet Negataji. So I mix it with you, Giro. So I mix it with Telebe, road with Yonche. 코랑 코랑 때 토베기 간다르지 게센도 차산도 코랑기 뇽토베 알듯이 용거로 봐. 어 데르지 가서 고브레스. 마더베 디기 아주 참샤 사야 된다 말듯이. 그래서 이츠버사데 참샤 된다 말해. 이내다 디기 아주 이게 이츠버사데 다다 간여버들 수수 논제 토야르지. 베나 와르드리 뉴스다네. iPhone iPhone for the 5 this is a 6 iPhone 5 I think the first example is when we're doing sort of virtuous activity,
like practice some good things. But the doing good things, doing wholesome, virtuous things, it's not like, it's like sometimes it's not appropriate. Like you become like a rich person, you have the money, that's why you can buy a big house and a fancy car, this kind of outlook. That is, it's kind of wrong outlook or wrong view. What kind of outlook you should have? It's something like beggar. He don't have much sort of, much money. Much thing, much money. Then when he gets something small thing, like 10, you know, 1 euro, it's not small actually in India, okay. But you will think you get something, you have fully appreciate, fully sort of recognize what you get, what you got it. This kind of recognizing or rejoicing, whatever you can call it, you know. You know, that's why we, this is the first example, second example. Second example also, I've forgotten. Oh, this is a trick. This is not true. Ina, remember. Second example, I also forgot. I really forgot. Second example also, it's like, not a second example, it's similar example. We are talking, you know, these days, iPhone is very popular. The whole world. We have this iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6 also coming, you know. we are waiting for iPhone 6. But sometime, even iPhone 5, we don't, they have lots of technique. No. Gadgets. Lots of use, but we are not so familiar with it. We don't know how to use all of them. They're saying thousands of use, thousands of skills, but we don't know. We just know maybe a few things. If you buy a new iPhone, not much difference, no? If you don't know the skills and, you know, these things, maybe just you want to see the design or see the sort of, you know, maybe it's just like a, it's more thinner than just iPhone 5 or something like, you know, more designs different, but reality, it's not much use, because if you don't know how to use, how to fully want to understand this, how to use the iPhone 5, then iPhone 6 also not much difference, something like that. That's why what things we have now, we need to fully appreciate it, fully recognize. But that not means you need to stop. You don't want more or stop. That, you know, progress. Not that mean. We can progress, but we need to progress with the sort of recognizing and appreciation, so that we are not progress like, you know, something somehow like ignorance progress or something without knowing progress is something, you know, stupid, you know, something like that. Okay. Thank you. Back question. Yes. Please. Thank you. Oh, okay. It's all right. Die Zufriedenheit selbst als solche bedeutet, dass man wirklich dazu in der Lage ist, das, was man hat, das, was man erlebt, das, was man ist, vollständig zu erleben, vollständig sich daran zu erfreuen und es wirklich voll und ganz zu nutzen, das, was man hat. Und das bedeutet, man
kann es wirklich in seiner ganzen Wertigkeit vollständig wertschätzen. Das ist, was mit Zufriedenheit gemeint ist. Und dann ging es hier um das nächste Beispiel. Bei dem nächsten Beispiel eigentlich, oder bei dem ursprünglich ersten Beispiel, was seine Heiligkeit genannt hatte, ging es um die Tugenden. Das heißt, wenn man versucht, sich tugendhaft zu verhalten, das bedeutet, wenn man versucht, in einer Art und Weise sich zu verhalten, wie es gut ist und wie es heilsam ist, dann bedeutet das nicht notwendigerweise, dass das immer angemessen sein muss. Wenn man zum Beispiel Reichtümer ansammelt und dadurch viel Geld hat, dann kann das darin ausufern, dass man einfach nur ein großes Haus noch haben will und noch ein tolleres Auto. Und diese Art von Umgang damit und diese Art von Betrachtung dessen, was man hat, ist eine falsche Betrachtungsweise. Man sollte sich mehr der Art und Weise, wie vielleicht ein Bettler Besitz betrachtet, befleißigen. Das bedeutet, dass man die wenigen Dinge, die man vielleicht hat, aber wirklich voll und ganz auskosten kann. Auch wenn man vielleicht nur was ganz Winziges bekommt, vielleicht wie 1 Euro, oder in Indien ist 1 Euro schon sehr viel, vielleicht noch viel weniger, dass man erkennt, was man da hat und dass man es vollständig wertzuschätzen weiß. Das bedeutet, es zu erkennen, was man hat, worüber man verfügt, und sich daran wirklich zu erfreuen. Das ist etwas sehr Wichtiges. Und als weiteres Beispiel wurde dann hier genannt, zum Beispiel das iPhone. Die ganze Welt benutzt iPhones, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6 kommt demnächst irgendwann raus. Wir warten alle schon da drauf. Und dass, wenn zum Beispiel jetzt jemand ein iPhone 5 hat, das zeichnet sich ja dadurch aus, dass es ungeheuer viele technische Möglichkeiten hat. Mit den allermeisten von diesen technischen Möglichkeiten sind wir überhaupt nicht vertraut. Und wir wissen auch gar nicht, wie wir die benutzen sollen. Da wird mit geworben, dass gesagt wird, ja, und man hat hier 1000 verschiedene Möglichkeiten und kann dies machen und kann jenes machen. Aber wenn man in Wirklichkeit benutzt man nur ein paar ganz wenige davon. Man telefoniert vielleicht und macht ein paar andere Kleinigkeiten. Und das bedeutet, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob man nun ein iPhone 5 hat oder ein iPhone 6 oder ein iPhone 4, weil man all das, was da drin jeweils möglich ist, sowieso nicht ganz benutzt, weil man es eh nicht nutzt, weil man mit diesen Möglichkeiten, die da bestehen, gar nicht umgehen kann. Vielleicht geht es einem nur darum, dass man unbedingt das nächste neue iPhone 6 haben will, weil es vom Design ein bisschen anders ist, weil es dünner ist als das iPhone 5 oder hübscher oder wie auch immer. In Wirklichkeit aber macht es letztlich praktisch für uns überhaupt keinen Unterschied, welches iPhone wir haben, weil wir eh nicht wissen, wie wir es komplett benutzen können. Und deswegen spielt es keine Rolle, ob es das neueste ist oder ein älteres ist. Und um diese Art und Weise des Verhaltens geht es dabei. Das bedeutet, es ist für uns sehr, sehr, sehr wichtig, zu sehen und zu begreifen, was wir für Möglichkeiten haben, diese Möglichkeiten wirklich wertzuschätzen und vollständig zu erkennen als das, was sie sind. Es geht nicht darum, aufzuhören, zu versuchen, Fortschritte zu machen und sich weiterzuentwickeln. Das ist nicht der Punkt. Der entscheidende Punkt ist, eine Wertschätzung gegenüber dem zu entwickeln, was wir haben. Und das geht nur, wenn wir erkennen, was wir haben. Einfach einen Fortschritt zu betreiben mit Scheuklappen oder eben aus Blindheit, das wäre einfach nur dumm. Ja. Nett. Nächste Frage. Hello, I'm Yuna, I'm 23 years old and I'm from Austria. And my question is, my old and sick grandmother seems to come closer and closer to dying. And I wonder what I could do to help her to face death, and when she will be dying, what would be the best or the most helpful for her to do? Thank you. Would be the most. Ja. Juna Lohninger, 23, aus Österreich, hat diese Frage gestellt. Meine alte, kranke Großmutter scheint dem Tod immer näher zu kommen, und ich frage mich, was ich eigentlich tun kann, um ihr dabei zu helfen, dem Tod zu begegnen, und was ich möglichst Hilfreiches tun könnte für sie auch in dem Moment, wo sie tatsächlich verstirbt. Da Delia, da die eine Kreislaufe. Tadi, mana siwa sahdi, eksem jadi, kejibo jadi ibu sere, kerja istana, kerja ngaju
저 미디 찍시잖아. 가슴으로다지 소 가슴으로다지 selfish 사는 자도 야나 한바 참바 사는 자도 그러지 그러잖아. We want beyond nature. 사마르다 그러지. 근데 긴지 사데 코라. 다 nature를 줘줘와. nature 사마르다 정신이 좀 더럽지. 계산 시고. 이내 아주디 샘디 아주 로미 샘디 다 간다라 베지 가서 장대 체타스나 드르비 체인주스나 근데 간데 긴질리 계약 삼던 거 이내 게트야죠 드린주스나 약쇼디 드리 삼다면 도르죠 하 동에 드린주스나 이제 엑셉트야 Der entscheidende Punkt hier, das Wichtigste ist, dass man lernt, das zu akzeptieren und das anzunehmen. Es ist einfach natürlich und ganz natürlich für menschliche Wesen, dass sie diesen selbstsüchtigen Wunsch haben, niemals alt zu werden, niemals sterben zu müssen. Aber sobald wir geboren worden sind, werden wir definitiv alt werden und wir werden auch sterben. Das nicht zu akzeptieren, bringt einfach deutlich mehr Leiden und wir müssen trotzdem sterben, auch wenn wir es nicht wollen. Und darum ist es als allererster Schritt sehr, sehr wichtig, vollkommen zu akzeptieren und vollkommen anzunehmen, dass es normal ist zu sterben und wir müssen lernen, wie wir das tun können. Okay. I think, yeah, this, you know, to accept death, it's very important. You know, it's kind of, but we are celebrating our birthday. But that is actually, you know, something like you are celebrating your death. Because you are birth, then you are dead, something like that. This connection. But somehow, how to sort of accept death? We need sort of some training, some exercise. You know, we of course they have lots of training and lots of exercise, lots of way of exercise and training. One of the training is you know consider or you think one day is kind of one life. One day is one life. Mm-hmm. When you wake up and your bread, 가자 니질 니질 가래 bed. It's kind of you know, 다 니세나 주 퇴물 가서라다. To get out of the bed. What? Get out of the bed. It's kind of your bed. Then you slowly grown up. When you go to bed, to go to sleep, it's kind of dying. Mm-hmm. This kind of exercising, this kind of, you know, training. Then you will naturally accept. It's like, you know, it's kind of every day that is happening, it's not like dead is kind of end. Every day have you is facing this kind, you know, you have this lesson or training, then one day you can accept when the real death is coming, it's also, it's kind of similar thing. It's no need to so worry or fear. It's just kind of going to sleep, something like that. Okay. Es ist sehr, sehr wichtig, den Tod zu akzeptieren. Wir feiern ja hier immer unseren Geburtstag und eigentlich ist das eine abstruse Geschichte, weil wir damit auch unseren Tod feiern. Denn nur weil wir geboren worden sind, sterben wir ja. Und wichtig für uns also ist herauszufinden, wie wir Tod akzeptieren können. Und das ist eine Frage der Übung und des Trainings. Und es gibt viele Arten und Weisen, das zu üben, sich darin zu trainieren. Eine Art des Trainings ist die, dass man sich vorstellt, dass jeder Tag
wie das ganze Leben ist. Das heißt, wenn man morgens aufwacht und aus dem Bett aufsteht, dann ist man noch ganz klein und dann wächst man durch den Tag. Und wenn man dann abends ins Bett geht, dann ist der Moment des Sterbens gekommen. Also wenn man sich schlafen legt, ist sozusagen der Moment gekommen, wo man sterben muss. Und diese Art von Übung täglich wiederholt, jeden Tag wiederholt, führt natürlicherweise dazu, dass man wirklich den Tod natürlich akzeptiert, weil jeder Tag für uns in unserer Vorstellung mit dem Tod abschließt. Und wenn man sich tagtäglich damit konfrontiert und diese Lektion sich jeden Tag gönnt, diese Übung sich jeden Tag gönnt, dann kommt es automatisch, dass man den Tod akzeptiert. Und wenn dann der tatsächliche Tod eintritt, dass es eigentlich dann für einen was ganz Ähnliches ist, als würde man schlafen gehen. Es besteht jedenfalls keine Notwendigkeit, in irgendeiner Weise sich Sorgen zu machen oder Angst davor zu haben. Ja, yeah. Last question. Die letzte Frage. Hello, my name is Taisha. I am 20 years old and I come from Austria. So my question is, sometimes I have phases when certain fears or anxieties are recurring again and again. And with a strange attachment to them, I cannot let go of them. The fear itself is not the main problem, but the fact that it is coming back again and again in my mind. Can you give advice how to overcome such a situation in a good and effective way? Thank you very much. Diese letzte Frage wurde gestellt von Taisha Lohninger, 20 Jahre, aus Österreich. Und sie fragt, manchmal habe ich Phasen, wo Ängste und Befürchtungen immer wieder und wieder auftreten. Und ich habe eine seltsame Art der Anhaftung daran und kann die nicht wirklich loslassen. Die Furcht selbst ist nicht so das Hauptproblem, sondern vielmehr die Tatsache, dass diese Furcht immer und immer wieder in meinem Geist auftritt. Und ich frage mich, ob Sie einen Ratschlag geben können, dahingehend, wie man so eine Situation überwinden kann, und zwar in einer guten und effektiven Art und Weise. Vielen Dank. Oh, this is, I think, it's not an easy question. Tadila, fear, the aversion, tadila, kajla, tadila. Anxiety, fear of anxiety. Anxiety is not that. Anxiety is not that. I'm familiar with some of the people. Dendi me aban, jaba me aban, dibu me aban, tana singi ji gu me aban, dendi ji ki jim zel den ta ko yonde ki warwa. Dendi indi sana, dendi ngangra chungbe gabli ya, ndi chaya me aban songdo ta, kashwa dizi ji ki meditation ru chayabi na, ngangra gara sem rabi chungbe gala, ngangra gara sem tini. Da kashu jie sin rawo, yana ji jun raman rawo, da kandar dinti ji kashu jie, ji susu yana, ji susu aman rawo kashu jie gonggu yana, kandar di susu den jeba yeba dinti ji kyursung sambarabu ji. Da dinti ji yana, uwe karbo jili kyursung sambarabu ji. Dinti ji si ti ngola pa ngoro jang se, di si kashu ti ngola jang se debi yana, di si pengaben rawa sam dinti ji chengi. Da di mangu shita xie xing, da di re. I think when the anxiety or fear comes, you need immediately this fear or anxiety become a sort of
imagine that it's become a sort of like our Lokiteshwara, the Tsienresi, or Dara, or something like your mother, become white light. White light or something that you can sort of, you have some, how to say, it's difficult to say it, you know, something like that, then you can, and meditate on that kind of sort of imagination, maybe they will make some easier for you, okay? But I don't have much to say, it's a, you know, my mind is empty. Friends, empty. Thank you. Thank you. Thank you so much.